Und das politische Problem dabei ist jetzt, schaffen wir es, diese EU so zu verändern oder neu aufzubauen, dass sie wieder die Zustimmung der Mehrheit in der Bevölkerung bekommt? Weil wir sehen ja zwei Phänomene. Diese EU wird abgelehnt, aber Europa, proeuropäisch sind alle, am meisten in Irland. Ich war da selber in der Kampagne dabei. Wir bereiten jetzt eine europaweite Kampagne vor, ab kommender Woche. Proeuropäisch, aber bitte mit einer wirklichen Demokratie, mit auch einer Sozialklausel drin, mit echter Transparenz und nicht die Fortführung des Selbstbedienungsladens Brüssel. Und da haben Sie das Problem. Und da geht es um die entscheidende Frage, gelingt es in Österreich, diese politische Diskussion so zu führen, dass das aus der Mitte der Gesellschaft kommt? Da glaube ich, da wären wir alle hier am Tisch einer Meinung. Oder laufen wir Gefahr, dass es nach rechts draußen geht, nationalistische Volksverhetzung, oder nach links, wie in Deutschland mit diesen Halbsteinisten alle am Tisch weiß ich nicht. Ja. Ich kann Sie wollen keine demokratische, offene, funktionierende Ich bin völlig dagegen, gegen diese verlogene Art, mit der dann Kleingeld für Sie persönlich, für die Kronenzeitung, jetzt auch leider für die SPÖ gewechselt wird. Wir sind ja alle für diese EU, für die EU, aber nicht für diese. Ja? Für diese EU und sind wir alle nicht. Aktionen, die gesetzt werden von Ihnen, von der Kronenzeitung, laufen darauf hin, dass die Stimmung in der EU gedrückt wird. Jetzt sind wir bei 28%. Und gleichzeitig wird scheinheilig beteuert, aber wir sind für die EU. Wissen Sie, was am gescheitsten wäre? Wir machen eine Volksabstimmung, jawohl. Und sagen den Österreichern, wollt ihr drinbleiben, wenn nur 28% mehr das für gut, wollt ihr drinbleiben oder wollt ihr raus? Dann muss man ihnen auch erklären, was das raus bedeutet. Frau Rohr, und das in jedem europäischen Land. Es geht nicht um diese EU oder diese EU, wie Sie immer sagen, sondern es geht um diese EU, so wie sie jetzt ist. Oder eine andere Konzeption, wie Europa besser funktionieren könnte. Und da sagen Leute wie ich, ich will ein Europa der Demokratie, wo die Subsidiarität, also die Entscheidung möglichst nah beim Bürger, wirkliche Priorität hat, wo wir es mit Transparenz zu tun haben, mit tatsächlichem Bürokratieabbau, mit einer echten Gewaltenteilung. Und darüber kann man eine Volksabstimmung machen. Wollt ihr die bisherige, verknöcherte, von Regelungswut, Bürokratenverschwendung, so geprägte, intransparente EU, oder wollt ihr ein neues Projekt, als Sie mit das Ihrer wesentlich Kritik, besser ist? Und der große Fehler ist, dass eben gerade in den Medien, die für sich so in Anspruch nehmen, so viel besser zu sein und so viel feiner zu sein als die Krone, was überhaupt nicht stimmt, dass man nicht differenziert zwischen der realen EU und anderen Möglichkeiten Europas, sondern immer sagt, es geht um diese EU oder um den Zerstörung und Zerfall. Ja, aber Sie werden nicht bestreiten, dass Sie mit Anti-EU-Stimmung ich mache keine Anti-EU-Stimmung. Und die Kronenzeitung auch und die FPÖ auch. Schauen Sie, wir haben ein Buch einmal gemacht, das hieß Bittere Pillen. Da hat damals haben die Pharmakritiker gesagt, die Pharmakonzerne, die Ärzte. Ist lang her. Ja, schon, aber das ist immer noch. Aber ist nicht das Thema jetzt. Nein, aber doch, das ist schon das Thema. Und da hat man immer gesagt, wir seien gegen Medikamente. Das stimmt nicht. Wir haben sie kritisiert mit dem Ergebnis, dass früher fast alle Medikamente negativ bewertet worden sind und mittlerweile fast alle positiv sind. Setzen wir doch auf die positive Kraft der Kritik gegenüber der EU. Ja, aber können wir selber nicht erzeugen, indem sie die Stimmung weiter runterdrücken. Das ist das Problem. Bevor wir jetzt zu der positiven Kraft der Kritik kommen, da ist ja im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist ja nur, in all diesen Volksabstimmungsdiskussionen hat mir zum Beispiel gefällt, der positive Effekt, oder Effekt der Europäischen Union, die in ihrem Kern zum Beispiel ein Riesenfriedensprojekt ist. Es gibt in Europa keinen Krieg. Das ist ein Wert an sich, den diese Europäische Union geschaffen hat und das war mit auch ein Grund der ganzen Diskussion vor der Abstimmung. Die Frage ist, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen eine Volksabstimmung, dann heißt oder wird das ja üblicherweise so verstanden und in Irland ist es auch so verstanden worden oder zum Teil zumindest. Volksabstimmung heißt, wir wollen in Wahrheit raus aus der EU. Das ist aber nicht die irische Abstimmung. Also da war ich wirklich erstaunt. Die wollen nicht raus. Die wollen nicht raus, aber die Frage ist, kann es... Ja, aber kann also da war ich wirklich erstaunt, dass wir stundenlang über Paragrafen... Aber die Frage ist, kann es nicht so missverstanden werden? Natürlich. Wenn ich eine Volksabstimmung mache, dann raus aus der EU. Wenn man halt eine Volksabstimmung ist in Österreich... Man muss den Leuten das klar sagen. Es gab da einen deutschen Vorschlag, Sie werden das vielleicht wissen, ich habe den Namen vergessen, den ich sehr gut fand. Man muss den Leuten klar bei jeder Abstimmung sagen, okay, das ist das Thema, wann ihr mit Nein stimmt, ist die logische Konsequenz der Austritt. Dann würde ich nämlich sehen, wie die Abstimmungen ausgehen. Aber das ist doch wieder eine Erpressung dann des Volkes. Das ist keine Erpressung. Volksabstimmungen, wenn sie funktionieren, in der Schweiz zum Beispiel funktionieren sie gar nicht so schlecht, sind schon themenorientiert. Ich bin auch für viel mehr Volksabstimmungen. Und man kann doch den Leuten nicht sagen, entweder friss oder stirb diesen
Reformvertrag oder nicht, sondern man muss sagen. Ja, aber die Konsequenz bitte ist, und das erlebe ich ja in Brüssel, es ist mitnichten so, wie jetzt hier in Österreich so viel geschildert wird, ja, wir werden da völlig isoliert und belächelt, sondern die sehen, bereits sind nach den Franzosen und den Niederländern und den Iren, alles sehr proeuropäisch eingestellte Bürgerinnen und Bürger. Auch noch die Österreicher dagegen, die Polen wollen nicht so recht, sogar der deutsche Bundespräsident hat gesagt, unterzeichnet nicht. Also wir müssen uns mit der Änderung, da müssen wir präzise sein, der wird aus formalen Gründen unterschreibt. Unterschreibt aus formalen Gründen nicht wegen eines Gerichtshofes, die in der Zeitung vertreten werden. Der Herr Frank im Ausland, der vorher zu breit zu Wort gekommen ist, schimpft dann über ganz Österreich und die ganzen österreichischen Medien. Im Moment in diesem Beitrag schimpft er nur über die Krone. Aber was in der Süddeutschen auch nachzulesen war, mit welchen guten Gründen man auch in Deutschland zusehends gegen diesen Reformvertrag ist. Und der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog, der zudem auch noch Verfassungsjurist war, hat ja auch gesagt, das ist zu wenig. Wir brauchen ein viel klareres Konzept, viel eindeutiger, ähnlich wie die US-Verfassung. Und dem kann man dann zustimmen oder es ablehnen. Ja, mehr Bürokratie bringt uns überhaupt nichts. Bei diesem Thema waren wir schon vor 7 Jahren. Der Vergleich mit der amerikanischen Verfassung, den hat es schon vor 7 Jahren gegeben, wie dieser Vertrag, wie diese Verfassung angegangen worden ist. Und es war offensichtlich nicht möglich. Aber in der politischen Elite nicht möglich. Das ist doch das Problem, dass wir diese abgehobene Politikerkasse haben und mehr und mehr Leute ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was gerecht und was ungerecht ist. Eines noch. Der Herr Martin hat in seinem... Wir sind nahe schon dabei. Der Herr Martin hat in seinem selbstzitierten FAZ-Artikel einen sehr interessanten Vorschlag drinnen, wie das Ganze demokratischer zu machen ist, der nämlich auf eine unglaubliche Spaltung der europäischen Gesellschaft hinausläuft. Die Leute, die ein Internet haben, die sollen sich an dem Vertragswerk beteiligen und die anderen fallen raus. Und das ist ungefähr so. Da schreibe ich doch ein ganzes Buch drüber. Ja. Was wir brauchen, ist doch das wahrzunehmen. Die Leute wollen doch alle keinen Krieg, die wollen doch ein friedliches Europa, aber sie fühlen sich benachteiligt, sie werden auch benachteiligt, dass wir das wirklich umbauen. Das beginnt bei der Transportkostenwahrheit, das geht weiter über die Möglichkeit, Nahversorger besser zu unterstützen, die Förderpolitik zu verändern. Jetzt ist es doch so, dass 900.000, 895.000 Euro Fördergelder ins Präsidium der österreichischen Landwirtschaftskammer gehen, statt in ein Schulprojekt. Wir haben ein Gesamtvolumen von 140 Milliarden in der EU. Das bestreitet niemand, dass die EU das muss man nicht verbessernswürdig ist. Ja, das ist es doch. Aber Bürokratien gibt es ja überall. Die gibt es ja auch in jedem Nationalstaat. Wir sind nahezu am Ende unserer Diskussion. Ich wollte nur bitten, ganz kurz einen Satz. Wird dieser Vertrag schlussendlich zustande kommen in Ihrer Einschätzung oder wird der noch einmal aufgeschmürt, noch einmal zurückgegeben? Was ist Ihre Einschätzung? Sie sind der Experte. Na, das bist du auch. Das ist, glaube ich, sehr offen. Ich denke im Moment eher, dass es ihn nicht geben wird und dass es dann aber gefährlich wird, dass man eben denen, die auf brutalen Nationalismus und auf Zerfall setzen, nicht die Vorderhand geben darf, sondern dass wir, was die Mehrheit auch der Wählerinnen und Wähler aller Parteien wollen, zu einem neuen Aufbruch kommen, den kann man binnen 2 Jahren hinkriegen unter großer Einbindung und dann entsprechenden Abstimmungen. Und da bin ich überzeugt davon, dass nicht alle mitmachen werden, aber der Großteil der Länder. Und dass wir dann die Chance haben auf eine echte, kühne Demokratie. Ich glaube, wenn solche Kampagnen Schuhe machen, dann kommen wir in eine unkontrollierbare Entwicklung hinein, die nämlich dann von niemandem mehr beherrschbar ist. Und dann kommen wir in eine Entwicklung hinein, wo Europa mit oder ohne Vertrag gegenüber den eigentlich die Geschäfte der Chinesen, Inder und Russen besorgt, weil es innerlich so schwach ist. Barbara, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Hans-Peter Martin, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.